Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video im neuen Jahr 2021. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und ein frohes, gesundes neues Jahr wünsche ich dir von Herzen. So, ich bin ein wenig aufgeregt, denn ich habe mir fest vorgenommen, dass du von mir nun viel kürzere, aufs Wesentliche reduzierte Videos bekommst, weil ich weiß, danach entscheide ich, welche YouTube-Videos ich mir angucke. Mich interessiert ein Thema und ich schaue, wer hat den knackigsten Impuls dazu. Und wenn ich eine Sache während meiner Adventskalenderzeit gelernt habe, dann, dass ich meistens viel zu lange geredet habe. Mein Ziel sind also 3 bis 5 Minuten und das 1 bis 2 Mal die Woche, ab jetzt, ab heute. Und ich freue mich, wenn du dabei bist, denn ja, was ich dir ans Herz legen möchte, ich steige dann auch direkt ein, ist DIY. Do it yourself. Dieser Begriff hat sich relativ arg geprägt und mein Herzensanliegen ist es, DIY im Bereich Health, also Gesundheit, mit dir zu teilen. Denn du kannst so viel selber machen. Do it yourself. Wichtig ist dabei natürlich immer, und da bin ich großer Fan von, dass es einfach ist. Und das ist das erste von den 3 Punkten, die ich dir hier sagen möchte. Such dir was Einfaches, was du auch tatsächlich realisieren kannst. Einfachheit. Es gibt diese super Serie Simplify Your Life und ich glaube, da gibt es massig Bücher über Simplify, was auch immer. Deine Gesundheit. Lass es einfach sein. Mach es einfach. Und jetzt komme ich zum 2. Punkt. Wichtig ist, das habe ich die Tage selber wieder erlebt, dass du eine Entscheidung triffst. Und das möchte ich dir auch ans Herz legen. Entscheide etwas, denn dann passiert Veränderung. Wir sind am Beginn des neuen Jahres, viele haben viele gute Vorsätze. Möglicherweise heute am 6. sind einige davon schon wieder in die Tonne gewandert. Und das Dritte, was du eben brauchst, nachdem du dir was Einfaches gesucht hast, dich dafür entschieden hast, ist, dass du entschlossen durchziehst. Das macht den Unterschied. Und jetzt möchte ich eine Sache mit dir teilen, um tatsächlich auch in dieser Kürze zu bleiben. Das ist jetzt mein Impuls heute an dich. Statt vieler gute Vorsätze, such dir doch mal ein Vorbild. Im Gesundheitsbereich, du kannst auch Beziehungen oder Beruf nehmen. Also sprich, wo möchtest du vielleicht mehr Erfolg oder was auch immer. Mein Thema hier ist Gesundheit, deswegen möchte ich dich da animieren. Such dir doch mal ein Vorbild, der oder die so ist, wie du gerne wärst. Ob das jetzt optisch ist, ob das von der Art und Weise der Lebenshaltung ist. Und jetzt teile ich mein Vorbild hier mit dir. Und ich werde auch in die Kommentare den Link posten, denn dazu habe ich mich entschieden und committed. Halte auch gern mal hier kurz, ich habe es gerade noch schön angemalt. Ich mache gerade eine 30-Tage-Yoga-Challenge. Ich habe am Sonntag, den 3., einen Kurs mitgemacht und bemerkt, Yoga tut mir so gut. Ich liebe Yoga. Ich mache seit 10 Jahren Yoga und habe vor 5 Jahren eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und es hat mir so gut getan. Und am Sonntag hatte ich einen ganz klaren Impuls. Ich möchte regelmäßig Yoga in mein Leben integrieren. Denn ich lebe jetzt, ich lebe heute. Wer ist also mein Vorbild? Adrienne, Yoga with Adrienne. Und sie macht gerade aktuell eine 30-Tages-Challenge und dazu möchte ich dich einladen, dass du dich bei ihr auch mal umschaust. Denn sharing is caring. Ich möchte das mit dir teilen, was mich begeistert. Es ist super einfach. Wir sind heute an Tag 5. Das heißt, du kannst in den nächsten Tagen diese Videos nachholen oder du startest einfach heute mit dem 5. Video. Committe dich. Das tut so gut. Und es sind genau 2 Aspekte, die mir am Herzen liegen, nämlich es ist eine Breath, also eine Atem-Challenge. Es geht um Atmung und auch um Bewegung. Ja, die Videos sind auf Englisch, doch du kannst natürlich auch immer schauen. Das ist mein Vorbild und das ist auch tatsächlich mein Impuls heute für dich. Unter den 5 Minuten bleibe ich auf jeden Fall, deswegen jetzt noch einmal zusammengefasst. Such dir was Einfaches, triff eine Entscheidung und bleib mit Entschlossenheit am Ball. Und statt vieler gute Vorsätze, die du alle wieder irgendwie aussortierst und in die Tonne trittst, such dir ein Vorbild und nimm das als Vision für dein zukünftiges Ich, zu dem du dich jetzt hinbewegst. Danke für deine Aufmerksamkeit. Hab noch einen wunderschönen Dreikönigstag. Ich freue mich aufs nächste Video in den nächsten Tagen mit dir. Alles Liebe und noch einen tollen Tag. Deine Steffi.